Hey, alles klar. Sie fragen sich, warum ich nicht schon früher gekommen bin, huh? Ich weiß, Sie hätten es gern gehabt, obwohl Sie es nie zugeben würden. Normalerweise würde ich alles tun, um hier reinzukommen. Und Sie würden alles tun, um mich draußen zu halten. Das kenne ich, weil ich bei der letzten Super Bowl Party, zu der ich nicht eingeladen war, das unheimliche Glück hatte, die zweite Hälfte von da drüben zu sehen. Ich war der Pizzajunge mit dem falschen Bart, den Sie eingeladen haben, weil ich behauptet habe, ich sei ein Fan von Jerome Bettis. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe mir eingeredet, der Grund, weshalb ich nicht früher gekommen bin, ist die Tatsache, dass Sie betrunken zum Dienst erschienen sind. Aber das war's nicht. Ich hatte nur Schiss. Ich schätze, nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, halte ich Sie immer noch für einen Superhelden, der mich aus jeder Notlage rausholt. Das habe ich einfach gebraucht. Doch das ist mein Problem. Und das löse ich schon irgendwie. Eigentlich bin ich nur hergekommen, um Ihnen zu sagen, wie stolz ich auf Sie bin. Nicht, weil Sie für unsere Patienten alles getan haben, sondern weil es Ihnen nach 20 Jahren als Arzt, wenn eine Sache schiefläuft, immer noch so nahe geht. Und ganz ehrlich, wissen Sie, so eine Art von Arzt möchte ich auch sein. Vielleicht brauchte er einfach nur Zeit oder wollte herausfinden, wie sehr ihn alle mögen. Aber ich bilde mir gerne ein, dass er nur meinetwegen die folgenden Worte sagen konnte. Du trinkst doch gar keinen Scotch. Oh, das ist ja grauenvoll. Und endlich hat er sich mal wieder rasiert. So ist das in einer Familie. Geht es einem dreckig, kann man sich darauf verlassen, dass jemand für einen da ist. Man kommt wieder auf die Füße, wird kurz gedrückt. Und nach einem Schulterklopfer wird einem verständnisvoll zugenickt. Worte sind jetzt total überflüssig. Doch trotzdem ist es nett, wenn jemand was sagt. JD. Danke. Alles klar.